zwei Spiele, zwei alles entscheidende Spiele, denn die bestimmen, ob wir nächste Saison erste Liga spielen oder ob wir weiter in der zweiten Bundesliga rumkrebsen. Und ich will gar nicht damit anfangen, welche Spieler alle weg wollen, wenn wir nicht aufsteigen sollten. Servus oder so, wir reden natürlich trotzdem drüber. Da müssen wir einfach durch, gehört dazu. Welche Spieler wollen möglicherweise weg, sollte es nicht klappen mit dem Aufstieg, lasst einen Daumen da auf dem Video. Ich meine, selbst wenn wir jetzt nächstes Jahr erste Liga spielen, wollen die uns ja möglicherweise verlassen. Bei Krüger zum Beispiel ist es halt mehr als realistisch. Der wurde Spieler der Saison und Top-Torjäger in der zweiten Bundesliga. Da werden viele Erstliga-Clubs hinterher sein. Und dazu haben wir natürlich vielversprechende Talente in der Mannschaft. Da meintet ihr jetzt, und das finde ich ziemlich nachvollziehbar, dass wir die Talente, die jetzt gerade ihre erste Zweitliga-Saison gespielt haben, wie Pelletier und Lesage, der ja sowieso nur in der Rückrunde dabei war, dass wir die noch nicht verkaufen, weil da ist es ja eigentlich schon realistisch, dass die nochmal eine Saison hier bleiben, selbst wenn es dann nur die zweite Liga ist. Bei Kaiser und Vidal ist das eine andere Geschichte. Da kommst du natürlich drauf an, was für Angebote uns erreichen. Und ich kann auch jetzt schon dazu sagen, wenn die uns verlassen sollten, dann wird natürlich unser Ziel sein, die irgendwann zurückzuholen. Aber ihr merkt ja schon, es hängt alles davon ab, ob wir aufsteigen oder nicht. Und das entscheidet sich jetzt in der Relegation gegen Mainz 05. Also, let's go. Jetzt brauche ich den vollsten Fokus. Ich werde so tryharden, ey. Es geht darum, wirklich alles rauszuholen. Wir sind natürlich Underdog hier. Das ist sowieso klar, aber darauf ist auch unsere Taktik so ein bisschen ausgelegt. Und wir haben zum Beispiel einen Chimba auf der Bank, den wir da jederzeit reinwerfen können. Vielleicht setze ich ihn im Rückspiel auch von Anfang an ein. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie das Hinspiel läuft. Bouchelab wechselt die Seite. Pelletier kommt außen mit. Pelletier, aber in der Mitte ist halt keine Sau. Ich flanke ihn trotzdem mal rein. Das ist schon oft immer noch so das Problem mit Florian Krüger, dass er irgendwie den 16er nicht so richtig besetzen will. Ey, ich hatte schon Angst, der pfeift jetzt hier Elfmeter. Für wirklich absolut rein gar nichts. Carvalho, das ist der beste Spieler von den Baker hier. Geht überragend dazwischen. Der Ballverlust. Ortega überragend. Der ist natürlich sau wichtig da hinten. Aber man merkt schon die Qualität von Mainz. Das ist was anderes als die Gegner in der zweiten Bundesliga. Da kommst du auch gar nicht an den Ball ran. Abonni! Und dann ist es passiert. In der 21. Minute geht Mainz in Führung. Ich dachte eigentlich, dass Belker hier da den Fuß noch reinbringt. Aber alles gut. Ein Gegentor. Das können wir easy reparieren. Vidal ist durch und Vidal trifft. Das ist der schnelle, der sofortige Ausgleich. Und deshalb sind so viele Vereine hinter ihm her. Die Fans rasten auch komplett aus. Aber ist ja verständlich, es steht so viel auf dem Spiel hier. Jetzt mal eine Freistoßsituation. Lesage darf den treten. Der hat eigentlich richtig gute Freistoßwerte. Jetzt, wenn ich noch gut Freistöße schießen könnte, dann wäre das hier eine gefährliche Situation. So, der Nachschuss von Lesage an den Außenpfosten. Oh, schade, Mann. Aber es geht direkt weiter. Lesage ist schon wieder da und dieses Mal schweißt er ein. Bielefeld geht in Mainz in Führung. Und es ist die Jugendspieler Flügelzange, die zuschlägt. Also schon überragend, was die zwei da teilweise abliefern und Bouchelab. Verpasst kurz vor der Pause sogar noch die Chance aufs 3:1. Wir springen direkt rein in die zweite Halbzeit. Mainz ist in unserem 16er. Ortega muss mal wieder eingreifen und jetzt dürfen wir kontern. Das sieht super vielversprechend aus. Das ist Uedraogo, der muss das alleine machen. Den lässt er sich nicht nehmen. Mainz schon viel zu früh, viel zu offensiv. Ihr dürft nicht vergessen, ihr habt auch noch ein Auswärtsspiel. Das entscheidet sich hier nicht alles in dieser Begegnung. Aber genau deshalb dürfen wir uns jetzt auch nicht zu früh freuen. Abonni! Zum Glück haben wir Ortega geholt, der jetzt aber nichts machen kann bei diesem Abschluss von Gruder. Das war aber auch einfach schlecht verteidigt von mir. Aber wir haben jetzt eigentlich so viel Platz da bei den Kontern. Also ich muss gleich eigentlich in Chimba einwechseln, aber vorher macht wieder das 4:2. Dieser Typ läuft jetzt zur Bestform auf. Ich glaube, die Nummer 7 macht ihn auch nochmal besser. Die hat er ja gerade frisch bekommen. Jetzt nur nicht nochmal kassieren, aber ich fürchte, das ist es. Schon wieder Gruder. Aber vielleicht kann ein Chimba ja jetzt noch treffen. So ein 2-Tore-Vorsprung wäre schon krass. Das ist jetzt auch schon der letzte Angriff im Spiel. Also wir werden immerhin gewinnen. Das ist schon mal richtig gut. Und das ist Schreck mit ein bisschen Platz. Leider hält der Keeper den. Wir bekommen nochmal eine Ecke. Bouchelab kommt da sogar ran. Ach, und jetzt hat der Schiri, glaube ich, abgepfiffen. Er gibt die zweite Ecke nacheinander nicht mehr. Aber ist auch vollkommen verständlich. Wir waren weit über der Nachspielzeit drüber. Alles in allem müssen wir super zufrieden sein mit dem Hinspiel.
Weil jetzt geht's nach Hause in die Schüko-Arena und wir haben sogar ein Tor-Vorsprung. Es ist natürlich auch die Frage, ob wir an der Aufstellung jetzt irgendwas verändern, weil die Performance an sich war ja richtig gut, wenn dann halt irgendwie aus taktischen Gründen. Das müssen wir uns jetzt gleich nochmal überlegen. Vorher schauen wir uns aber an, wer die Champions League und so gewonnen hat. Bayern gegen Barcelona im Finale. Euroleague-Sieger PSG. Die Conference League ging an Napoli. Weltmeisterschaft steht an. Da ist Deutschland in der Gruppe mit... Hä, was? Die sind einfach gar nicht mit dabei. Alles klar. DFB-Pokalsieger wird Wolfsburg. Die Zweitligatabelle kennen wir ja. Und die Spielerstatistik schauen wir uns dann gleich nochmal an. Nach dem alles entscheidenden Spiel. Weil jetzt entscheidet es sich wirklich. Wo spielen wir nächste Saison? Erste oder zweite Liga? So tritt Mainz an. Und wie treten wir an? Das ist die Frage. Sind alle Spieler fit? Bis auf Bouchelab. Ich würde sagen, da ziehen wir Uwe Draogo nach vorne und stellen dann Schreck auf. Und Chimba und Basé werde ich vielleicht ein bisschen früher einwechseln. Vielleicht dann auch schon zur Halbzeit, weil die mit ihrem Speed bei Kontern halt schon nochmal richtig gefährlich werden können. Fokus, Fokus, Fokus. Lesage und Vidal. Vidal, Relegation, Top-Torjäger, hat 2 Tore im Hinspiel gemacht und wird auch jetzt gleich super entscheidend sein. Es wäre crazy, wenn wir uns als Zweitligist gegen den Erstligisten durchsetzen könnten. Das passiert ja echt nicht oft. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, ich habe schon häufig gegen den Computer im IFC 24 echt höher verloren. Das sieht auch direkt super gefährlich aus. Lass den nicht schießen. Barkok mit der Hacke nochmal rein. Belka hier dazwischen. Also wir müssen hier in jedem Fall auch wieder Tore schießen. Das ist Schreck. Wird da in letzter Sekunde geblockt von Fernandes. Jetzt eine gute Balleroberung von Krüger. Der Ball rollt aber gerade an ihm vorbei. Ich wollte ihn eigentlich anspielen. Jetzt Florian Krüger. Ja, Mainz ist leider wieder sortiert hinten drin. Aber wir könnten es ja jetzt mal probieren mit einer schönen Flanke. Okay, das sollte ein bisschen anders aussehen. Lesage kann jetzt die Ecke reinbringen. Die kommt richtig gut. Florian Krüger an die Latte. Das gibt's doch nicht. Lesage vielleicht mit dem Nachschuss. Das ist nichts. Der landet bei Krüger. Krüger, Junge, Krüger. Er verliert den Ball leider. Wir dürfen halt hier nicht so viel liegen lassen, weil irgendwann kommt Mainz nach vorne und trifft. Ihr habt es ja im Hinspiel gesehen, wie gefährlich die sind. Schreck geht mit nach vorne. Wir haben so ein Aluminiumpech. Oh, und jetzt ist schon Schluss in der ersten Halbzeit. Also bis jetzt ein ganz anderes Spiel als das Hinspiel. Keine Tore bis jetzt, aber ich habe es ja angekündigt. Wir ziehen es jetzt auch durch. Wir bringen zwei richtig schnelle Offensivspieler rein, weil Mainz muss jetzt natürlich auch irgendwann aufmachen. Da ist relativ viel Platz für einen Schimmer. Der Ball kommt an. Schimmer scheitert. Alle scheitern gerade. Entweder Robin Zentner hält oder das Aluminium macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber eigentlich ist Mainz halt so offen da hinten drin. Die spielen teilweise viel zu offensiv. Jetzt Tom Rothe. Was ist das denn, Junge? Ja, in der Offensive hat er nicht unbedingt seine Stärken. Jetzt ein Chinman, 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 Chinman. Er spielt den nochmal rüber. Basi! Da ist das wichtige 1:0 in der 63. Und es war ausgerechnet ein Chinman auf Basi. Chinman macht das überragend. Und ich hab's ja gesagt, ihr sollt mich verdammt nochmal Pep nennen. Jetzt sieht's richtig, richtig gut aus. So, als könnten wir tatsächlich aufsteigen. Aber ich finde, man merkt auch, dass unsere Mannschaft sich krass verbessert hat. Das ist mittlerweile auch gegen den Computer echt eine ganz andere Geschichte, auch wenn ich jetzt mal wieder gar nicht an den Ball rankomme, bis Tom Rothe dann da ist und jetzt dürfen wir wieder kontern. Schaut euch das an. Da ist alles offen. Nochmal rüber. Chimba 2:0. Das ist die Entscheidung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz jetzt nochmal zurückkommt. Die sind sowas von gebrochen. Vor allem verteidigen wir jetzt halt auch viel besser als im Hinspiel. Ey, ich hätte nichts sagen sollen. Ortega irrt komplett durch den Strafraum, dann landet der Ball da irgendwie in der Mitte. Der Mainzer Spieler Angulo geht deutlich beherzter zum Ball da. Und jetzt ist auf einmal nicht nur Cueto auf dem Feld, sondern auch die Spannung gewissermaßen zurück. Ein 2-Tore-Polster haben wir. Immerhin noch Cueto. Der ist nicht nur schnell, der ist auch in so Flankensituationen immer wieder gefährlich. Kaiser überragend, wie er da dazwischen geht. Den hat er schon wieder, aber dann Fehlpass. Und warum ist denn Gohlke nach vorne gelaufen? Was zur Hölle macht Gohlke denn bitte da? 88. steht 2:2. Das gibt's doch nicht. Aber was war denn das für eine irre Szene? Warum ist unser Innenverteidiger auf einmal nicht mehr da? Und warum hält Ortega so einen nicht? Ins kurze Eck lässt er den rein. Oh, und jetzt ist halt die Frage, halte ich einfach den Ball? Oder wäre das zu viel Risiko? Die 90. Minute läuft hier. Es gibt 2 Minuten nochmal drauf. Aber wir sind halt in Ballbesitz. Uwe Draogo spielt den Ball zu Kaiser. Kaiser nochmal zu Schreck. Schreck verliert ihn. Aber der Schiri muss doch jetzt eigentlich abpfeifen. Komm, der pfeift ab. Und damit ist die Arminia zurück in der ersten
Bundesliga. Es war denkbar knapp, doch ein 2:2 zu Hause reicht. Wir haben uns einfach das 2:0 noch aus der Hand nehmen lassen. Also es war fast schon amateurhaft. Wenn wir jetzt noch ein drittes bekommen hätten, dann wären wir komplett verdient nicht aufgestiegen. Aber so haben wir es irgendwie noch hinbekommen, die Führung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Ah, okay, aber es gibt keine Pokalübergabe jetzt. Weil vor dem Spiel hat man ja einen Pokal gesehen, aber wäre auch komisch gewesen. Die Jungs feiern noch so ein bisschen in der Kabine. Ihr seht, es ist richtig, richtig ausgelassen. Die ultimative Partystimmung nach einem Aufstieg. Aber wir haben es halt ernsthaft noch geschafft. Die Frage bleibt natürlich trotzdem die gleiche jetzt. Mal angenommen, es kommt jetzt der FC Bayern und bietet 20 Millionen für Vidal. Der hat einen Marktwert von 10 Millionen. Dann müssen wir das halt eigentlich immer noch annehmen. Aber es macht es natürlich deutlich leichter, die Talente zu halten. Also gerade bei so Spielern wie Lesage und Pelletier sehe ich es jetzt überhaupt nicht mehr, dass die uns verlassen. Die können mit ihrem Heimatverein erste Liga spielen. Und ich bin auch mal mega gespannt, wie viel Budget wir jetzt in der neuen Saison zur Verfügung haben werden. Genau da geht es jetzt natürlich hin. Auf dem Weg wird noch ein Spieler ausgeliehen. Victor Aubert für 2 Jahre zu Westerlo. Ja, und das war's dann auch schon. Mehr passiert nicht. Wir sehen hier noch viele Spieler kehren von der Leihe zurück. Darum müssen wir uns natürlich dann auch gleich kümmern. Entwicklungspläne werde ich neu einstellen. Das mache ich eigentlich immer zu Beginn von der neuen Saison. Ja, und das war sie. Die dritte Saison mit Arminia Bielefeld. Und damit direkt rein in die vierte. Das heißt nie mehr zweite Liga natürlich. Wobei wir mit der Mannschaft definitiv gegen den Abstieg spielen werden. Da können wir ja auch direkt in die Ziele reinschauen. Erfolge nationalen Mittelfeldplatz belegen. Ist schon fast ein bisschen hochgegriffen. Ich meine, Mainz war in der Relegation und der Mannschaft waren sicher schon stärker als unsere. Aber in 2 Spielen kannst du dich halt trotzdem schon mal durchsetzen. Komm, ich wag's jetzt einfach mal. Den Blick aufs neue Transferbudget, 33 Millionen. Also das ist schon richtig fett. Zum ersten Mal haben wir richtig Kohle bei der Arminia. Als erstes würde ich sagen, Verträge verlängern. Da läuft nur der von Saren Renbahse aus. Und den will ich auch auf alle Fälle verlängern. Ansonsten müssen wir halt mal schauen, ob nicht viele Spieler unglücklich sind mit ihrem Vertrag. Aber es sind gar nicht so viele, wie ich mir jetzt erwartet habe. Ich werde die trotzdem mal alle aufbessern. Das haben sich unsere Jungs auch einfach verdient. Ein paar Spieler wollten aber unbedingt eine Freigabesumme haben, wie Cueto zum Beispiel oder Tom Rothe, Belka hier. Aber die sind halt alle eigentlich so hoch, dass es mich schon wundern würde, wenn die wirklich jemand zieht. Jetzt als nächstes neue Entwicklungspläne. Auch für die Jugendspieler, damit wir überall die maximale Entwicklung rausholen und sich unsere Mitarbeiter auch wirklich lohnen. Da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen was von unserem Geld nutzen, um da nochmal bessere einzustellen. Wir haben 2 offene Positionen und ich hole einfach mal hier den 5-Sterne-Torwarttrainer mit dazu. Und dann noch jemand für den Angriff. Da gehe ich auch auf den 5-Sterne-Mann. Wir haben ja jetzt die Kohle und als erstes braucht man auch genau solche Leute. Aber ihr seht, ich habe jetzt schon 6 Millionen ausgegeben und es kommt noch mehr dazu, denn wir werden unsere beiden Scouts wieder losschicken. Elias Hübner bleibt in Deutschland und das ist einfach realistisch und passt. Den anderen Scout werde ich aber auf euren Wunsch hin jetzt mal in ein kleineres Land schicken und das nehme ich auch einfach direkt aus dem Kommentar raus. Hier, wir machen mal 6 Monate Lettland und jetzt gehen wir in die Kaderplanung rein, denn wir müssen unsere Mannschaft ready machen für die erste Bundesliga. Da ist Busse zum Beispiel eigentlich zu schlecht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ich ihn verkaufen soll oder ob wir möglicherweise Kersken ausleihen oder wir machen ihn halt zum Pokaltorhüter. Also wenn er hier bleibt, muss er eigentlich zwangsläufig im Pokal spielen. Aubert wird verliehen, Vidal wird verliehen, Lejeune wird verliehen, genauso wie Schmidt. Links hinten haben wir dann Tom Rothe und Lukoki. Das passt eigentlich. In der Innenverteidigung ist so ein bisschen die Frage, ob wir Masson erneut ausleihen oder ob wir den jetzt hier lassen und anstelle von Golke aufstellen. Dann würde ich Obermeier aber auf alle Fälle gehen lassen. Der hat auch kein Erstliganiveau, würde ich sagen. Rechts hinten bin ich sogar am Überlegen, ob wir Pelletier nicht sogar ausleihen. Dazu packe ich euch eine Abstimmung in die Videobeschreibung, weil eigentlich kann es nicht sein, dass unser Stammspieler rechts hinten eine 70 nur hat. Das ist die größte Schwachstelle bei uns in der Mannschaft. Und dann würde ich ja Pelletier ausleihen, jemand neuen dazu holen. Auf der 6er-Position kommt es drauf an, ob jemand für Anton Kaiser bietet, der hat mittlerweile Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Im zentralen Mittelfeld ist eigentlich alles okay. Duror können wir ausleihen. Im offensiven Mittelfeld haben wir Bouchelab und Hofmann. Dahinter dann Royer, da steht jetzt nichts dabei von wegen Potenzial, dann würde ich sogar fast Hofmann verkaufen und Royer als neuen Backup aufbauen. Aber schreibt mir zu allem gerne eure Meinung in die Kommentare, ne? Also wenn ihr da irgendwas anders seht, ich möchte das wissen. Wir haben 4 linke Flügelspieler. Aubert wird verkauft, dann haben wir noch Vidal und Cueto. Dann würde ich Neves mal ausleihen. Der ist auch einfach noch nicht so weit, um Stamm zu spielen. Und wenn er nur auf der Bank sitzt, dann geht sein Potenzial kaputt. Rodriguez wird verkauft. Der bringt uns nochmal so 2 Millionen oder so ein. Und im Sturm ist ja
jetzt die Frage, ob Krüger da bleibt und ob ein Jinma da bleibt. Das ist eigentlich so die schwierigste Position, weil Henrik Koch, ein aufregender Mann für die Zukunft, den muss ich eigentlich erneut ausleihen. Da reicht es noch nicht für die erste Liga. Wir behalten ihn trotzdem im Hinterkopf. Ich gebe den Jungen noch nicht auf. Irgendwann wird er hier eine Rolle spielen in der Karriere. Ja, Krüger und ein Jinma ist eigentlich ein super Sturmduo. Jetzt nach dem Aufstieg kann man es schon rechtfertigen, wenn Krüger hier bleibt. Aber ein Jinma hat halt einen Wechsel gefordert. Und das hat sich auch durch den Aufstieg nicht verändert. Also schreibt mir auch mal da in die Kommentare rein, was ich machen soll. Am offensichtlichsten ist für mich, dass wir einen neuen Rechtsverteidiger brauchen. Ah, und noch was. Lisage wollten wir ja eigentlich unbedingt umformen. Da ist die Frage, was kann der schnell lernen? Aber der kann ungefähr alles schnell lernen. Am schnellsten sogar offensives Mittelfeld. Boah, das ist halt auch die Frage, ne? Machen wir ihn zum ZM, das dauert 12 Wochen. Dafür hat er eigentlich auch super Werte. Ich finde, er hat sogar eigentlich bessere Werte für ein ZM als für ein ZOM. Und da ist unser Team halt eigentlich auch nochmal schwächer aufgestellt. Hätte ich gesagt, Lisage als ZM, dann rückt der hier so rein. Dafür wandeln wir dann Ue Draogo zum ZOM um. Dann wird der da Konkurrenz für Bougelab. Und dann machen wir Royer vielleicht zum Flügelspieler und verkaufen dafür den 30-jährigen Lucas Cueto, bei dem ich auch sagen würde, erste Liga ist ein bisschen knapp vom Niveau her. Aber auch da möchte ich unbedingt eure Meinung wissen. Deshalb werde ich jetzt auch extra nicht mehr weiter simulieren. Abstimmung zu den selbstgezockten Spielen ergibt, glaube ich, auch noch nicht so richtig Sinn. Aber ihr habt ja genügend Abstimmungen in der Videobeschreibung. Und dann wird das eine richtig heftige Folge beim nächsten Mal, wenn wir unser Team so richtig zusammenstellen für die erste Liga. Seid aktiv in den Kommentaren. Werdet gerne Mitglied, zweite Stufe, wenn ihr die Karriere bei euch auf dem PC selbst weiterzocken wollt. Bis zum nächsten Mal, euer. So, ich muss jetzt direkt das nächste Video hochladen, denn für euch jetzt gestern kam eine Jugendspieler-Sprint to Glory. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, hier unbedingt abchecken. Nur mit Jugendspielern zum Champions League-Titel. Das ist ein richtig langes Video wahrscheinlich. Ich weiß selbst jetzt noch nicht, wie lang. Hat ja mein Cutter geschnitten. Aber ich kann es euch auf alle Fälle empfehlen. Wobei, wie gesagt, vergesst nicht, aktiv zu werden in den Kommentaren und danach Jugendspieler-SDG.